Hallo? Jamas, kannst du mich gut hören? Ja, ich höre dich gut und jetzt. Hallo? Ja. Ja. Ich freue mich über deinen Anruf. Kann ich anfangen? Ja, du kannst anfangen. Max, bist du da? Ja, ich bin am Apparat. Also, ich wollte dir einen herrlichen Geburtstag wünschen. Oh, das ist lieb. Also, du kannst dich ja glücklich nennen. Ja, du hast eine Frau bei dir. Ja. Und unsere Freundschaft dauert seit langer, langer Zeit. Ja, kaum noch zu zählen, die Jahre, ne? Ich möchte dir gerne ein paar wunderbare Verse von einem schönen Gedicht von Goethe sagen. Ach, das ist wunderbar. Das ist wieder typisch, Marlene. Was? Das ist typisch du. Also, ich besaß es auch einmal, was so köstlich ist, dass man doch zu seiner Qual niemals es vergisst. Selig, der sich vor der Welt ohne Hass beschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem genießt, was von Menschen nicht gewusst oder nicht gedacht, durch das Labyrinth der Brust wandelt in der Nacht. Schön, nicht? Schön, wunderschön. Ja? Ach ja, das. Dann wollte ich dir auch ein Lied vorsingen. Nein, du. Ja, mein Lieblingslied. Ja. I wish you bluebirds in the spring. To give your heart a song to sing, and then a kiss, but more than this, I wish you love, and in July, a lemonade, to cool you in a leafy glade, I wish you health, and more than wealth, I wish you love. Das ist alles. Ich hab Tränen in den Augen. Was? Ich hab Tränen in den Augen. Das ist das schönste Geschenk, das du mir zum Geburtstag bekommst. Ja, Marlenchen, wir sind doch alte Freunde. Ja, aber alte Freunde, ja. Also, auf Wiedersehen. Ja. Wir bleiben alte Freunde. Genau. Das ist doch das Schönste, was es auf der Welt gibt. Auf Wiedersehen, mein Herr. Wiedersehen.